Dann kommen wir jetzt nun zu den Abstimmungen. Können wir abstimmen? Können wir abstimmen? Kommen wir zum Tagesordnungspunkt 11. Abstimmung, die dem Ausschussbericht 1853 der Beilagen angeschlossene Entschließung betreffend der Verhinderung von Hunger und Mangel als Kriegswaffe gegen die Zivilbevölkerung. Wer dafür ist, den bitte ich um ein dementsprechendes Zeichen. Das ist einstimmig angenommen. Kommen wir zur Abstimmung über den Tagesordnungspunkt 12, die dem Ausschussbericht 1854 der Beilagen angeschlossene Entschließung betreffend die eklatanten Menschenrechtsverletzungen, insbesondere gegenüber Frauen im Iran. Wer dafür ist, bitte ich um ein Zeichen der Zustimmung. Das ist mit Mehrheit angenommen. Kommen wir zur Abstimmung über den Tagesordnungspunkt 13. Abstimmung über den Ausschussbericht 1856 der Beilagen angeschlossenen Entschließung betreffend Druck auf den Iran aufrechterhalten. Wer dafür ist, bitte ich um ein Zeichen der Zustimmung. Das ist die Mehrheit und damit angenommen. Abstimmung über den Tagesordnungspunkt 14, die dem Ausschussbericht 1855 der Beilagen angeschlossene Entschließung betreffend den Schutz ethnischer, kultureller und religiöser Minderheiten vor Verfolgung. Wer dafür ist, bitte ich um ein Zeichen. Auch das ist mit Mehrheit angenommen. Wir kommen nun zur Abstimmung über den Entschließungsantrag der Abgeordneten Fürst, Kolleginnen und Kollegen, betreffend Auftreten gegen Christenverfolgung. Ich bitte die Damen und Herren, die dafür sind, um ein dementsprechendes Zeichen. Das ist einstimmig angenommen.